So, da sind wir gleich wieder beim nächsten Ego-Shooter Let's Play wieder zu Torchlight 2, ist typischer Host. Da sind wir wieder. Und wieder waren wir noch nicht. Wie hier waren wir noch nicht? Also jetzt bin ich etwas verzweifelt. Hier waren wir noch nicht? Okay. So, let's kill some Gegners. Aber ich wette mit euch, hier waren wir schon. Das ist jetzt komisch. Den tückischen Horst hatten wir schon abgeschlossen. Ehrlicherweise. Ganz ehrlich, ich bin mir sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Aus irgendeinem Grund sind die Gegner hier wieder respawned. Aber gut, so kriegen wir mehr XP. Das ist genau der gleiche Level gewesen, genau der gleiche Aufbau. Da waren wir schon, ich schwör's euch. Ich weiß nicht, wieso der jetzt. Ich hab das komplett leer gekriegt. Wieso das alles wieder da ist, ist etwas verwunderlich. Meines Wissens bleiben aufgedeckte Gebiete aufgedeckt und tote Gegner tot in Torchlight 2, aber aus irgendeinem Grund ist das hier alles wieder im Nebel des Krieges versunken, inklusive der Gegner, die wieder da sind. So. Oh, nochmal so viele. So, haben wir die? Ah, eigentlich mal Kisten, die auch Zeug fallen lassen. What the hell? Was soll denn das? Dieser Knochengolem geht uns auf die Nerven. Ja, der geht uns auf die Nerven. Und jetzt haben wir hier noch die Dünenbuddelmutter. Die natürlich gerade eben, wenn ich hinrenne, Junge kriegt. Und zack, tot. Es ist zum Mäusemelken, ehrlich. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Crab verkaufen. Ganz klar, Crab verkaufen. Bitte Crab verkaufen. Feldgeschütz. Warum kriegen wir eigentlich mal solchen Crap? Es ist unglaublich. Ich verstehe es nicht. Der totale Crap. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. So, aber mit dem Geld davon können wir uns ja zumindest wieder Heiltränke leisten. Mit diesen Heiltränken können wir Folgendes machen. Aber erstmal Fähigkeiten. Wir haben vorhin eine Stufe Aufstieg erhalten und haben hier alles voll. Gehen also wieder auf die Raserei, die jetzt auf 8 Sekunden verlängert wird. Also sich um 8 Sekunden verlängert. Dann schauen wir mal ins Portal, wo wir hier eigentlich rauskommen.
Der Turm des Mondes. Ja gut, da wollen wir ja eigentlich nicht mehr hin. Das heißt... Knochenwüste. Und in der Knochenwüste ist ja wieder das, dass wir eigentlich Kommandant Mustafa suchen sollen. Aber ich sag euch, Kommandant Mustafa gibt's nicht. Den gibt's offensichtlich nicht. Wenn es ihn gäbe, wäre er ja hier irgendwo, aber er ist nirgends. Ein Gegner, der übersehen wurde. Ja, der müsste hier irgendwo sein, weil wir sollen das Quest bei ihm abgeben, aber wie gesagt, es gibt ihn nicht. Diesen Kommandanten. Offensichtlich gibt es ihn nicht. Wenn es ihn geben würde, hätte ich ihn schon gefunden. Also, er wäre auch auf der Karte nicht abgebildet. Komischerweise. Er müsste aber dort abgebildet sein. Ganz sicher sogar. Aber ich sag's euch, es gibt ihn nicht. Wo soll er sein? Na, wir gucken jetzt nochmal. Aber ganz ehrlich, hier war ich auch schon, habe ihn gesucht. Ich war hier überall schon. So, hier geht's nach Zerrifisch. Also die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe, ist, dass er eben nicht mitten in der Wüste irgendwo rumoxidiert. Sondern dass er tatsächlich... What the... Hell, hier haben wir einen Champion übersehen. Dass er tatsächlich irgendwo in Zerrifisch rumsteht. Und das einen nur anzeigt, dass er in der Knochenwüste zu finden wäre, was aber nicht stimmt. So, wir müssen hier einen untoten Champion töten. Kein Problem. Haben wir das? Okay, also hier hätte ja dieser Kommandant sein müssen. Okay, nachdem der hier wieder nicht ist, begeben wir uns jetzt nochmal zur Höhle des Manticores. Ganz einfach, weil in der Knochenwüste dieser Kommandant, der da angeblich sein soll, der ist da definitiv nicht. Der einzige ist der mit seinem Glutstein, das war der Typ. Dann steht ja noch die Vorderster Meuchelmörder. Aber, und die mit dem Blutstammobil, die drei Typen. Aber sonst gibt's hier in der Wüste, bin ich ziemlich sicher, gibt's hier niemanden, schon gar keinen Kommandanten. Und auf der Karte verzeichnet ist er auch nicht. Und das ist eigentlich völlig unlogisch. Aber egal, wir gucken dann nochmal in Zerrifisch, ob er da steht. Und wenn er dann da nicht ist, dann ist das Quest eben nicht geschafft. Ich kann es erinnern, es ist nur ein Nebenquest. Wir gehen jetzt zum Stygischen Horst. Zur Höhle des Manticores, obwohl wir die eigentlich schon geschafft hatten. Also, wir haben es geschafft, aber wir waren zumindest mit Level 1 davon fertig. Trotzdem müssen wir jetzt nochmal von vorne. Stygischer Horst, Ebene 1. Und wir probieren es nochmal, hier endlich weiter vorrücken zu können. Mein Inventar füllt sich schon wieder. Und mal gucken, ob wir jetzt etwas weiterkommen. Ah, nicht schon wieder Dünenmutter. Mutter. Da ist sie. Und schon wieder Nachwuchs. What the hell? Ich hasse es, wenn die Nachwuchs bekommen.
nämlich vorhin gestorben daran. So, jetzt ist die Charge-Leiste natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt gefüllt worden. Ach nein. Aber der Basilisk hat uns erwischt. Ziemlich ungünstig erwischt. Basilisk ist down. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist verwundet. Puh. Euer Begleiter ist noch ein Golem. So, den haben wir auch. Und wenn wir auf dieser Seite fast fertig bis auf diesen Armadax. Haben wir den? Und da ist noch so ein verdauter Krieger. So, haben wir den auch. Okay, dann können wir... wollte schon sagen, weiter vorrücken, aber da geht's schon wieder... What the fuck hell? Die nerven mich einfach. Stirb. So, stirb. Okay, haben wir die. Den noch. Ja, ja, nicht genug Mana, ist uns klar. Nein, nein, nicht schon fucking wieder. Dünenmutter. So, stirb. Den nehmen wir auch noch mit. Okay, nochmal kurz gucken, ob wir hier irgendwie wieder was vergessen haben. Nein. Fein. Aber dennoch muss ich jetzt sagen, das war dieses Video. Naja, gut, den Basilisk noch. Und den Typen. Okay, müssen wir jetzt eine E zurück in die Stadt, weil wir haben wieder nicht aufgepasst, dass die Mana drin geleert wurden und ja. Ist nicht so sch. Wir tun mal eben den Crap dann abgeben. Das machen wir schnell noch. Und zwar hier. Die Händlerin. Ja, was haben wir hier? Den Gürtel brauchen wir schon mal nicht. Die Rüstung auch nicht. Das Schild. Ja, es ist halt ein Schild, ne? Also weg. So. Okay. Tränke kaufen müssen wir noch. Ich grüße euch. Nein. Hallo. Tränke wollte ich so kaufen. Okay, und das war's jetzt von Tallshot 2. Bis zum nächsten Video von Ego-Shooter Let's Play. Bis dahin. Ciao.